Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal RedHead7LP. Ich bin der Christian und wir spielen in diesem Mini-LP Klaus. Das Spiel ist eine Demo aus dem PlayStation Store. Die ist da aufgetaucht und da habe ich so gedacht, ey, guck einfach mal rein, was da so Schickes ist. Ich habe die Demo noch nicht komplett durchgespielt, muss ich sagen, und das werde ich wahrscheinlich hier auch nicht machen, einfach damit ihr auch noch ein bisschen reinschauen könnt. Das Spiel an sich, was ich bis jetzt so gesehen habe, gefällt mir echt gut. Das hätte ich im Vorfeld nicht gedacht. Ich habe so gedacht, ja, gucken wir mal rein und mal schauen, was das denn so Schickes ist. Und im Endeffekt, muss ich sagen, gefällt mir das echt. 2D-Indie-Spiele so gefallen mir recht gut. Wenn man jetzt zum Beispiel an so Sachen denkt wie Ori oder Trine oder Limbo oder so, muss ich sagen, das ist schon ganz geil gemacht. Und hier gefällt mir das auch recht gut vom Design her und vom von der Optik, so wie das ausschaut. So dieser rote Hintergrund. Weiß nicht, wenn man jetzt zum Beispiel Speedrunner, ich weiß gar nicht, heißt das so Speedrunners oder so, Speedrunner? Da gibt es so ein Spiel, da musst du halt auf Schnelligkeit, das spielen auch die Jungs von Pete's Meet, das werde ich vielleicht gleich mal einblenden. Speedrunners. Ich habe nicht. Moment, welcher bin ich denn? Ach, ich bin das Hütchen, okay, alles klar. Ja, wo sind diese blauen Dinger? Da musst du halt laufen, genauso ähnlich wie hier. Und darfst halt nicht der Letzte sein, beziehungsweise vom Bildschirmrand erwischt werden. Und so ähnlich, finde ich, ist das hier auch aufgebaut. Wobei du natürlich nicht nur im Kreis rennst. Also jetzt schauen wir mal nach oben. Du musst dich sozusagen von A nach B bewegen und es steht ja hier auch schon überall, was du so machen musst. Und... ah! Das war echt eng. Und im Endeffekt ist es auch so, dass du keinen Plan hast, worum es hier in der Story so richtig geht. Also er ist ja aufgewacht mit dem Namen Klaus auf dem Arm und so. Man vermutet jetzt natürlich, dass er Klaus heißt, aber ja, wenn er schon so aufwacht und den Namen Klaus einfach auf dem Arm hat, dann heißt er vielleicht doch nicht Klaus, ne? Sonst würde er ja sagen, sein Name ist Klaus. Mit meinem Namen bin ich aufgewacht oder so, würde er denn ja vielleicht sagen. Also es ist auch nett, wie hier die ganze Steuerung und so alles mit einbezogen ist. Das ist schon gut gemacht. Deshalb auf jeden Fall kann ich euch da mal die Demo empfehlen. Das ist ganz nett. So, hier können wir jetzt ein bisschen hacken. Das machen wir doch direkt mal. Und dann geht's bergauf. Also von diesen ganzen Geschossen und so. Ja, shit. Die habe ich eben nicht gesehen, die Zacken. Das Ding fahren wir einfach mal weg, dann können wir auch runterspringen. Von diesen ganzen Geschossen da darf ich nicht getroffen werden, deshalb werden wir die hier einfach mal abblocken. So, jetzt versuche ich da unten drauf zu jumpen. Ah, gut. Hat doch ganz easy peasy geklappt. Das Spiel an sich ist total an mir vorbeigegangen, muss ich dazu sagen. Ach, warte mal. Wir hacken jetzt, dann fährt das Ding hoch. Ja, genau. Gut. Ha. Boah. Das ist ganz gut, dass er einen Doppelsprung kann. Achso, und hier haben wir so eine Art, ich weiß nicht, ob es Geheimnis ist oder sowas, aber so eine Welt in der Welt. Sowas kennt man zum Beispiel, glaube ich, auch aus Ori, oder? Da gab's doch sowas auch. Achso, und hier ist die Problematik, da oben steht schon. Ich kann nur nach links gehen, auch wenn ich jetzt nach rechts drücke, was ich gerade tue, bringt mir das nichts. Jetzt ist der Kniff, dass du hier hackst. Das ist total kirre, das macht dich einfach total fertig, dass du nach rechts drückst. Und er geht nach links. Deshalb wirst du jetzt automatisch von dem Ding dahin geschoben. Jetzt müssen wir das ein bisschen abpassen, nicht, dass wir da reinfallen. Ups. Gut.
Und hier natürlich das gleiche, ne? Du kannst einfach nur nach links gehen. So, jetzt jumpen wir da mal rüber. Und jetzt versuche ich mich da ach scheiße, ich kann mich sogar erdrücken. Das wusste ich nicht, dass das geht. Ich meine, macht natürlich Sinn, aber habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Gut, dann werden wir das Ganze jetzt nochmal probieren und ich gehe da einfach ganz geschmeidig so, zack, hoch und dann, wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich werde mich mal so halten und dann einfach springen, oder? Hops, wow, das war, beinahe hätte ich das Ding runtergedrückt. Wie steht er da? Er weiß nicht, was er machen soll oder was? Gut. Hier ist das ja auch ganz easy peasy, einfach einen nach dem anderen, genau, und zack. Und jetzt haben wir es anscheinend geschafft. Und dann geht's halt ganz normal weiter, ne? In der Welt, wo du eben vorher schon warst. Das ist so eine Art Zwischenwelt oder was weiß ich. Wow, ein Geheimnis. Okay, so. Sache des Timings. Schon klar. Und hops. Und manchmal musst du nur laufen, steht da auch. Zack. Deshalb, da brauchst du gar nicht springen. Und rein hier. Ich meine, so sind ja jetzt auch die neuesten Spiele alle aufgebaut, ne? So Sachen wie Ori oder Unravel oder selbst Assassin's Creed war ja in diesem Look zum Schluss aufgebaut. Das ist immer noch wirklich gut, muss ich dazu sagen. Warte mal, jetzt das hier erinnert mich irgendwie an Mega Man. Ich habe Mega Man 2, war das glaube ich auf Game Boy. Ah, shit, nein, verdammt, tot. Das ist fies. So, pass auf, hier musst du Timing gut drauf haben. Ah, scheiße. Also, wie man sieht, ich habe Timing schon mal nicht gut drauf. Babs, und laufen. Hoi. Hops. Und nochmal. Hops. Du musst also wirklich mit Sprinten das Ganze machen. Shit. Schnell musst du... Nein, verdammt. Verdammt. Also, es ist schon sehr, sehr knifflig. Aber man gewöhnt sich da dran. Ich meine, jetzt ist natürlich ein bisschen blöd, weil die Aufnahme mitläuft oder so. Da ist man in der Regel dann ein wenig unkonzentrierter. Uiuiui, das war knapp. Und dann, ihr wisst ja, wie das ist. Wenn die Kamera mitläuft, dann gelingt halt nicht mehr so viel auf einmal. Das habe ich ja hier auch schon zu Genüge unter Beweis gestellt. Ah ne, warte mal, wir müssen zuerst das Ding da nehmen, damit wir die da oben wegswitchen und dann fahren wir hier so ein bisschen längs. Dann werde ich hier nochmal ein Stückchen nach da gehen, damit ich mich nicht treffen lasse, weil der hat eine ziemlich große Hitbox, was Springen angeht. Also, wie soll ich das sagen? Okay, zack und verdammt, zu langsam gewesen. Ah, ärgerlich, dass du das dann auch alles nochmal machen musst. Also wie gesagt, er hat eine ziemlich große, keine Hitbox, sondern er schlittert danach noch ein bisschen. Beziehungsweise wenn ich jetzt hier hochspringe, dann springt er leicht, verdammt, ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen, wo er da runtergefallen ist, ne, das meine ich. Er geht halt noch einen Schritt weiter, sozusagen. Deshalb ziehen wir uns den mal lieber noch ein bisschen dichter ran hier, zack. Und dann werden wir hier nochmal so hinfahren. Also machbar ist es auf jeden Fall, ich hab's nämlich schon... Das ist ja wurscht, den brauchen wir doch gar nicht. Warte, wir warten jetzt einfach mal ab, genau, und dann zack. Hoi. Das war mehr glücklich als alles andere. Hops. Und dann hier hoch und dann werden wir das Ding hier auch nochmal machen. Schwupps. Geht's nochmal auf die Suche nach einem Geheimnis. Zurück. Also es wird hier schon, sowas mag ich ja immer, wenn das so subtil ist, beziehungsweise mit dem Vorschlaghammer dann auch irgendwie ist. So viele Fragen. Dass du halt nicht weitergehen kannst oder so. Keine Antworten. Es gibt so viel zu entdecken. Ja, die Frage ist... Ich raff's nicht. Kein Zurück. Oh. Das Ding kann mich erschlagen. Okay. Hä? Lernen. So viele Fragen.
Ich raff's nicht. Ich will jetzt hier keine Antworten. Es gibt so viel zu entdecken. Ja, aber was? Das ist die Frage. Wissen ist Macht. Ha! Ist das geil. Ey, ohne Scheiß. Fühlen. Denken. Erschaffen. Das ist so geil gemacht. Wissen. Ignoranz. Hops. Warte mal, das mit Ignoranz will ich mal sehen. Aber es ist rot. Das heißt, sie killen uns doch, oder? Ja. Aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist smart gemacht, ne? Ich meine, ich habe hier auch schon mal bei den Rocket Beans das Spiel gesehen. Stanley Parable oder so. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen daran. Obwohl das hier nur ein 2D-Spiel ist und das andere ja so ein 3D-Spiel war, glaube ich. Aber trotzdem, das ist so cool. Erforschen, finden, wissen. Ah, nein, verdammt. Ignoranz. Ah, scheiße. Also ich werde jetzt auch nur noch, glaube ich, das hier zu Ende machen. Und dann... Wow. Und dann könnt ihr ja selber mal in die Demo schauen, weil ey, die ist wirklich sehenswert. Das Spiel hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist komplett unter meinem Radar gewesen. Das war bloß auf einmal im Store so als Demo und da habe ich gedacht, ey, als Mini-LP ist es natürlich top geeignet, ne? Hops und ja, hops und die Welt sehen. Yay. Warte, komm her. Ah. Zweites Teil. Wie viel waren das? 5 oder so, ne? Mann, das ist echt gut. Ich überlege, ob ich mir das mal kaufen sollte. Vielleicht machen wir davon ja mal ein Let's Play oder so. Ah, wieder so viele Spiele, ne? Aber wir stecken hier gemeinsam drin. Stimmt's? Ja, klar. Wir machen das. Also. Zack. Und... Hä? Was war das denn? War das ein Bug? Scheiße. Ich brauche hier einen Schlüssel oder sowas. Wo kriege ich den denn her? Das ist echt... Ey, das ist so geil. Vor allen Dingen, war das ein Bug oder was war das gerade? Ja. Zack. Und hops. Und hops. Wir haben so viel Glück damit. Okay. Ach stimmt, jetzt... Ich habe eben gewartet, dass das hochfährt, aber ist ja Quatsch, du musst ja hier erstmal selber an den Start... Ey, das wird aber auch tricky. Ach scheiße, ich habe die falsche Taste gedrückt. Scheiße, nein. Wow, nein. Oh, ist das fies. Zack. Und zack. Okay. Also, das haben wir auch noch irgendwie gepackt. Ich weiß gar nicht, wie weit die Demo geht, ob du das komplette Ding einsammeln kannst. Was ist das? Kann ich dagegen springen? So nah und doch so fern. Okay. Ey, ich bin hier gerade so auf dem, weiß ich nicht, ich stehe so mega auf dem Schlauch. Guckt euch das mal an, das sieht aus, als wenn wir hier irgendwie auf dem PC spielen würden und unser PC... Irgendwie, Alter, ist das crazy. Ein Grafikproblem hat. Grafikkarte im Arsch oder so. Kann ich hier noch irgendwas machen? Da muss ich hoch. Aber wie komme ich da hoch? Warte mal. Nee, so nicht. Also es ist sozusagen, warte mal, ich muss mir das mal reinziehen. Es ist egal, wo ich da hinspiele. Alles klar. Okay, das heißt, eigentlich ist es easy. Eigentlich ist es easy. Indem ich hier zum Beispiel so springe. Verdammt. Vielleicht ist es doch nicht so easy. Oh Mann! Ich krieg's nicht gebacken. Wenn ich jetzt dahin springe. Also müsste ich eigentlich rein theoretisch gesehen nur ganz weit. Wieso komme ich da denn jetzt nicht mehr hin? Ich
komme da nicht mehr hin. Wieso schaffe ich das jetzt nicht mehr? Doch. So, ich muss jetzt hier einfach nur... Yay. Genau so war das gemeint. Aber... Ah, okay, ey. Alter, du machst mich gerade richtig fertig. Das Spiel ist so geil. Also mich flasht's. Die Tür ist ja Hammer. Erstmal weglaufen. Okay. So, wie geht's jetzt weiter? Welt mit Macken. Ja, schon klar. Oh Gott, was ist das? Vor allen Dingen liegt er da noch. Einleuchtend. Warte mal. Ach so. Ja. Das ist easy. Du musst zig Millionen Mal drauf gehen. Und dann funktioniert das schon irgendwie. Das ist wie so eine Art Bug. Oder sowas. Na gut, dann machen wir das einfach mal. Ich laufe jetzt einfach mal nach rechts immer weiter. Ist das genial, ey. Zack. Wieder down. Und zack, da laufen wir auf jeden Fall noch rüber. Das machen wir noch. Ba, 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 di, da. Wie das aussieht, das sieht so ein bisschen so aus, als wenn irgendwie... Oh, okay. Ich kann nur eine bestimmte Anzahl von... Okay. Bam. Komm ich da hin? Ah, nein, ich komme da nicht direkt hin. Ba, 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 di, da. Bam. Komm. Ah, nein, scheiße. Ich habe nicht aufgepasst. Komm schon. Nochmal das Ganze. Ah, verdammt. Zack. Ja. Geschafft. Yeah, Mann. Ihr hört das jetzt wahrscheinlich nicht, aber der Controller gibt auch immer Geräusche von sich. Also nicht wundern, wenn man im Hintergrund jetzt irgendwas hört oder so, das ist der Controller. Kabelschacht, Kapitel 5. Freiheit. Ich mach nichts. Nur so zur Info. Ah! Ich mach gerade nichts. Also... Das macht er alles ganz alleine. Der läuft jetzt komplett alleine. Ich habe die Hände nicht am Controller. Scheiße, scheiße, scheiße. Zack. Und... was muss ich machen? Laufen. Nee, er macht's von alleine. Okay, okay. Was muss ich machen? Hoi. Oh, shit. Hä? Jetzt muss ich aber kurz... Ach so. Okay, ja, das ergibt Sinn. Wow, Glück gehabt. Blups. Das erinnert mich jetzt wiederum irgendwie an Sonic. Ah, scheiße, 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 komm. Okay. Okay, komm. Ja, komm. Ja, man geschafft. Zack. Und jetzt musst du halt... Das einfach nur aus dem Weg räumen, so ein Mist. Komm, das schaffst du. Nein, verdammt. Scheiße. Ich denke immer, er schafft. Er schafft es aber nicht. Jetzt aber. Yay. Easy peasy, oder was? Ah, warte, warte. Ich laufe da einfach mal weiter. Ach so, special. Na gut. Also, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Ganze hier. Das Mini-LP. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir vielleicht ein Let's Play oder so davon irgendwann machen sollen. Jedenfalls muss ich sagen, das Spiel gefällt mir echt verdammt gut. Das habe ich mir schon gedacht, dass das auch irgendwann passieren wird, dass du durch Wände laufen kannst. Das habe ich vorhin schon vermutet, dass das irgendwie geht. Okay. Aber ihr könnt ja selber noch ein bisschen rumprobieren. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal, ciao!